Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir werden Elex spielen. Ich freue mich sehr. Ich habe es jetzt geschafft, mich nicht zu spoilern. Mal gucken. Na gut, ein Intro-Video habe ich gesehen, aber das war's auch schon. Deswegen nicht lang schnacken, wir fangen gleich an. Neues Spiel. Komm, wir spielen auf normal. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alp stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. So. Die Bestie von Xarkor. Ich hoffe, wir begegnen ihr nicht. Oh, sieht doch ganz schön aus da. So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Thank you.
So, da sind wir also in der Welt von Elix. Ja, wir wurden abgeschossen, ja. Passiert, ne? Irgendein Typ hat uns ausgeraubt. Das kann man nicht einsammeln, okay. Ja, ansonsten sehr hübsch hier, ne? Der Wasserfall, der nur laut ist, wenn man in der Nähe ist und sonst gar nicht. Voilà. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Mhm. Ist klar. Fragt sich nur, wo der Typ ist, der uns ausgeraubt hat. Ist das hier Giftkraut, aha? Oh, oh, oh. Upsi. Okay, danke mal auch, okay. Ah, hier ist ein Sprint. Ansonsten scheint es hier nichts mehr zu geben. Wo hier? Die Pflanzen nehmen wir natürlich mit. Kann man sich ducken? Nee. Ist das noch eine Pflanze? Nee. Ja, wie in allen Piranha-Bytes-Spielen. Also alle Pflanzen einsammeln. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich... Was ist das? Emotionen? Ach, das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. So, so. Emotionen, furchtbar. Da hinten ist gerade irgendwas rumgekrochen, ne? Warte mal. Ah, Inventar, wir haben eine Eisenstange. Die macht 29 Schaden, ist doch super. Ich möchte wissen, was wir noch unten in der Leiste haben. Ah, Heiltränke, okay. Oh nein! Ja. Hab keiner gesehen. Mission, wir sollen überleben. Argalan ist ein gefährlicher Planet für einen Abtrünnigen. Gejagt von wilden Kreaturen und meinen eigenen Leuten muss ich eine Siedlung der freien Menschen erreichen, um erst einmal in Sicherheit zu sein. Meinen ersten Heiltrank haben wir schon versaut. Ich muss hier weg. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Eine Mana-Pflanze. Die können doch nicht... Meine Haut... Ich bin von einem freien Menschen kaum zu unterscheiden. Das ist auch eine Folge meines Elix-Entzugs. Ja. Mit genug Ausdauer kannst du leichte und schwere Angriffe miteinander kombinieren. Je länger diese Kombo ist, desto mehr Schaden verursachst du. Eingabe, aha. Bams. Oh. Das geht doch ganz gut scheinbar. Heiltrank. Können wir den looten? Einmal rohes Fleisch. Eine meiner Crony-Einheiten, O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Aha, eine halbdefekte Blechdose. Da ist nichts mehr zu machen. Schade. O3 heißt das? Es gibt... Wenn wir jetzt noch vier suchen, noch andere. Ein Setzerbogen, aha. Elektroschrott. Hier ist nix. Eisenerz, Schatulle, Klebeband. Kleiner gelber Stein. Ach ja, wie in allen. Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Auch immerhin Konservendosen. Was ich sagen wollte, wie in allen Piranha-Ball-Spielen, alles einsammeln, was hier rumliegt.
Ist halt Pflicht, ne? Kleiner Heiltrank. Oh. Ausweichen, jo. Oh, warte. Ausweichen kostet Ausdauer, also ist nicht mehr das ewige Hin- und Hergerolle wie in Risen. Einerseits gut, andererseits. Rotes Fleisch, ein Kartenstück. Ah ja, da kann man ja richtig viel drauf. Kartenstück 03. Klettern. Was ist das hier? Elex. Elixid. Kleiner Mana-Trank, Öllampe. Noch ein Heiltrank. Lauter Einsammeln kommen wir nicht voran. Haben wir jetzt Open World, das ist ein bisschen Zelda. Wo aus der Höhle rauskriegt und vor der riesigen Welt. Phase 1, ne, Passus 1, die Jagd beginnt. Oha, das sieht schon ein bisschen größer aus. Kallax, dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch, er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Davon kannst du ausgehen. Oh nein. Ja, und jetzt? Steh wieder auf. Ach ja, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Ist klar. Egal, beschweren wir uns mal nicht. Bewahren Sie Ruhe und begeben Sie sich umgehend zu den ausgeschilderten Ausgängen. Den Anweisungen des Servicepersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Okay. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Aktivierungsstation. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah, mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Das wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Aha. Ah, cool. Ja klar, das Kerl, der uns bestohlen hat, lässt den Jetpack liegen. Mhm. Oh. Ja, das ist wirklich cool. Was haben wir hier noch? Klebeband? Hab's auch eben gesehen. Gibt's ja. Schön einmal einsammeln, genau. Ah, eine Werkerhose und noch ein Heiltrank. Wollen wir mal gucken, ob man die anziehen kann. Ja, Heiltränke hier rumstehen. Klopapier. Ich frage jetzt mal nicht, warum. Zigarette und noch mehr Klopapier. Mhm. Mhm. Nee, doch ernsthaft, wozu braucht man in diesem Spiel Klopapier? Macht das denn Sinn? Der Bogen, der macht 34 Schaden. Aber wir haben auch nur 3 Pfeile, wenn ich mich richtig erinnere. Schrubbpatronen, ja, schön. Hier Ausrüstung. Hose, Werkerhose. Rüstung plus 3. Ein Energiespeicher, Mana-Trank. Schön, noch die Ausrufezeichen wieder. Ich doch mal hoffen.
Sag mal, sind die Ausrufezeichen weg? Passt. Wenn ich jetzt wieder drauf drücke, dann nehme ich es wieder. Ach. Länger drüber bleiben. Oh, das ist ja nervig. Na, dann nehmen wir halt mit Ausrufezeichen. Oh, warte, hier. Ein Hammer. Ist das eine Waffe? Mhm. Leider nicht. Trockenfleisch, Metallschrott. Magnesiumfackel, Elektroschrott. Also an Loot mangelt es hier nicht. Und dann kippen wir auch nicht. Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Nicht? Vielleicht gibt er uns ja was hier. Hat sich gleich umgebracht. Geht's wieder? Du bist zu laut. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Na komm. Ich komm schon klar. Ist nicht das erste Mal, dass ich hier draußen bin. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das. Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Och ja, auch wenn wir bis jetzt unfreundlich waren, ist er ganz nett zu uns. Aus der Observierungsstation. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Sind wir nicht ein Alp? Na, wir können nur unfreundlich zu ihm sein. Sag das nochmal, du Kröte. Naja. Vorsicht. Du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Mir machst du nichts vor. Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Warum interessiert dich das? Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können.
Ja. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst. Glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unsere Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Das ist ein Argument. Oh, warte mal. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Naja, wir hätten eh keine Chance gegen ihn wahrscheinlich, ne? Aber gut, ich würde sagen, wir folgen ihm erstmal. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Aktion wie Sprinten, Angreifen oder Ausweichen kostet Ausdauer. Denkst du auf Null, kannst du die Aktion nicht ausführen. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn's holprig wird.